Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Paint the Town Red. Ich habe gesagt, wie ein Update wieder da ist, oder wie ein Update da ist, bin ich auch wieder da. Und das Update kam. Wir hatten hier die Bar, die wir natürlich schon erfolgreich vernichtet haben oder befleckt haben. Dann haben wir hier die Disco. Machen wir zwei runter. Hier ist der Sandbox-Test-Modus. Haben wir auch mal kurz gehabt, war aber nicht besonders gut. Also. Das ist nicht besonders gut. War langweilig, man kann nicht viel machen. Und jetzt haben wir die Blutbad hinter Gittern. Okay, ich hab mich beruhigt. Und jetzt werden wir mal schauen, wie viel Terror wir hier anrichten können. Ein bisschen leiser bei machen und das ist etwas sehr lautes Spiel. So. Ich weiß nicht, was davon jetzt das Klo ist. Oh Gott, muss man sofort die Hände waschen. Wann kann man sich eigentlich hinducken? Oh. Ich slide über den Boden. So. Zeige ich hier mal den Knastalltag. Das hier ist Popel Bernd. Ist hier hinter Gittern wegen, ihr habt es erraten, Scheiße bauen. Wir verkloppen sie ein. Oh, läuft so eine Musik im Hintergrund, wird's laut. So, hier seht ihr schon einen Knastalltag mit Küche und. Hier hinten sind nachher einzelne Isolier. Zellen, die ISO-Haft. Das zeige ich euch nachher mal, was da so drin steckt. Wir werden jetzt anfangen, unsere Freunde zu beschützen. Schau Zack, zack. Wow, komm her da. Ja. Zack, zack. Okay. Also, Knast gibt es leichte Frame-Einbrüche, merke ich gerade. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Hast du eigentlich schon mal gespielt? Da hatte ich eigentlich keine Probleme. Wer weiß. Zack! Und natürlich haben die Zellen nichts drin. Hätte mich auch gewundert, wenn die was hätten. Zack! Wow! Sanderman hat ein Messer! Der hat ein Messer im Knast! Lass uns mal in die großen Gebiete rennen hier. So. Du bist nackt, Alter. Du bist nackt und kämpfst mit einer Bürste. Einer Zahnbürste. Bam! Zack! Und ich auch noch, ja. Kollege Schnuckelfuß hier. Zack. Wow, 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 wow. Basketball, Basketball. Ja, fang. Jetzt muss ich fangen, jetzt gibt's wieder her. Oh ja. Boah, nein. Like a boss! Ja, da ist die kleine Decke gegangen. Alter Typ. Wow. Warte, ich bin den Ball. Zack. Und die Nase gebrochen mit meinem Ball. Der Bälle. Wir gehen wahrscheinlich in die Küche. Und holen uns erstmal hier eine Pfanne voller heißem Wasser. Die müssen erstmal schön über den Bauch kippen. Weil wir voll cool sind. Oh. Alter. Ist die auf, um mich zu treffen? Kannst du mal auf, um mich zu treffen, Mann? Oh Gott, jetzt wird's langsam. Jetzt wird's mir aber langsam zu bunt hier drinne. Wow! Also mach die mal. Wollen wir nochmal Runde laufen schnell? Knack, knack. Es hat aber gescheppert, ey. Richtig geklatscht beim Hauen. Es hat richtig geklatscht. Was ist das denn? Oh, ein Ninja! Ein Paddel! Bam! War das Paddel, Mann? Oder die Stange. Die Stange, danke. Ich glaube, jetzt kann man auch endlich Leute treffen, die am Boden liegen. Das ging ja vorher gar nicht. Nicht so gut. Ey, die Schockwelle ist echt so fucking immer. Leg das Ding hin, Mann. Das ist ja mit dem Schinken. Schinken der Erkenntnis. Oh, das hat richtig. Das hat geklatscht. Das hat geklatscht. Also, die Musik gibt mir gerade mal voll auf die Nüsse.
Alter, yo! Yo! Warte mal, Leute, ich muss hier mal für Stimmung sorgen kurz. Audio-Option. Musik. Aus! Das geht mir voll auf den Sack. Okay, jetzt haben wir natürlich gar keine Musik mehr. Musik minimal an. Ist okay. Batsch! Zack und. Oh. Ihr seht auch wieder, hier ist zum Beispiel der Rocker aus der Bar. Aus der Kneipe, das auch hier. Im Knast, natürlich. Aber nicht. Alter, ein Elektroschocker! Hat einen Taser, Mann! Ich würde die Waffe gerne mal besitzen. Hey, danke. Da 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 da. Jo, jetzt. Das ist einfach so geil. Oh Gott, die. What the hell? Das ist so ein Typ, der aus ISO-Zellen kommt. Der hat die ISO-Zellen einfach aufgebrochen. Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist der Boss, der in jedem einzelnen Level ist. Ich glaube, das ist der Boss. Problem ist nur, der kann echt gar nichts, finde ich. Also der ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh Gott, der ist fertig, der kann was. Der kann irgendwie nichts. Der hält ein bisschen viel aus, ja, das ist das Einzige. Aber wenn ich ihn hier mit der Metallstange bearbeite, ist der auch irgendwann so nach 44.000 Schlägen tot. Bupp. Aber ich glaube, wenn der mich trifft, bin ich tot. Jo! Natürlich. Natürlich, lass knacken. Lass knacken, Junge. Tschüss. Bam! Alter, ich brauche mal langsam Waffen, mit denen ich auch besser verteidigen kann. Hier. Zack. Wow! Ey, was wolltest du denn? Willst du mich kuscheln kommen, Alter? Willst du mich kuscheln kommen? So, er ist tot. Das meinte ich. Das ist echt. Also, ich finde den echt. Der ist ja für dich ein witzloser Boss. Die andere war der aber voll cool und extra war gerade dieser ein bisschen dicker Klops. Das ist ein bisschen lame. Oh! Hat er sich geduckt? Hat er es abgewehrt? Ich glaub's nicht. Jo. Mach dich fort damit. Die sind aber auch, glaube ich, ein bisschen aggressiver geworden, die Leute. Jetzt haben wir den nackten Tod hier. So. Bam. Ist er schon tot? Nein. Hallo. Zack. Kommt mal her, Leute, kommt mal her. Bam! Kein Arm gebrochen damit. Sind wir den Arm abgehackt. Oh ja, putzelt hier. Der putzelt halt die Leute. Den muss ich aufhalten, bevor die Leute weiter putzelt. Ja! Hey, du Junge! Leg mal dein Brutzelwerkzeug hin, dein Hähnchenbreiter. Wow! Oh! Kann ich ganz schnell noch werden. Zack! Zack! Das ist einfach zu geil. Das ist einfach zu endgeil. So Endlaser. Wow! Hat er mich getroffen? Dumme Sau. Die dumme Saudi. So, dann gehen wir mal nach da hinten. Schmeiß noch was rein. Hat geklappt. Mal gesehen. Berserker! Zack! Und zack und platsch. Schnell weiter, 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 weiter. Das ist einfach so unglaublich übertrieben, das Game. So unglaublich geil übertrieben. Hat der, mich mit so einer Kacke anrücken, aber das ist nicht ganz knusper oder was hier? Ja, fang mal. Ja, halt mal. Gibt's ja wieder. Wir haben nur noch 9 Gegner? Haben wir es geschafft? Dann muss er es schaffen. Zack! Das war zu laut. Natürlich, wenn das nächste Update kommt, oder das nächste große Level kommt, sind wir natürlich wieder mit der Folge da. Wow! Mach dich weg, Mann! Bam! Also hier? Brechen die Frames ein bisschen ein, aber wir bloß in den Bereich hier. Hm? Mal schnell die töten, damit wir weiterkommen. War das der überhaupt? Ja. Wo sind die anderen?
Ah, bestimmt hier hinten. Bestimmt da hinten drin. Jo. So, dann werden wir mal die ISO-Haft mal öffnen. Mal öffnen. Wo waren die Öffner? Für den Öffner. Wow! Was geht mit dir, Mann? ISO-Haft öffnen. Wow! Wow, da kommen noch ein paar raus. Da kommen noch ein paar raus. Aber irgendwo müssen sich noch welche prügeln. Aber wo? Stimmt, in der Küche oder in der Dusche. So, 3, 2. Da sind es nur noch 2 jetzt. 2 letzten, die sich irgendwo kloppen. Kloppen! Hallo? In der Dusche ist niemand. Man kann auch Seife jetzt nehmen als Waffe. Ziemlich unnötig, aber naja, es geht. Hier waren wir schon mal. Haben wir schon da hinten gucken? Da oben! Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich muss darüber! Huah! Hm. Hat's über funktioniert. Da oben sind die beiden. Da! Die letzten 2! Du musst aber etwas am Weg stehen! Jo! Natürlich trifft er mich. Der Typ. Hallo, kannst du mal da aufnehmen? Danke. Ja! Alle besiegt. Wir können flüchten. Wir können flüchten. Wir können flüchten. Ja! Ausgang? Da. Oh, geschafft. In 8 Minuten 34. Absolute Killtime. Waffen benutzt 26. Gebrochen 17. Shockwave 3. Berserker 1. Schmitty 0. Kills 72 von 73. Das war wieder eine neue Folge von Painstown Red. Und wir haben uns langsam hochgearbeitet von einer einfachen Kneipenschlägerei durch eine verruchte 70 Jahre Disco bis hin ins Gefängnis. Ich bin echt gespannt, was als nächstes kommt. Die könnten ruhig mal Multiplayer-Modus einfügen, so ein Arena-Fight-Modus. Das war auch richtig, richtig cool. Also, liebe Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Paint the Town Red. Tschüss!